Ah, raus. Oh boy, was ist los? Ja, du kannst dich doch zu mir porten. Any Key auf der Tastatur. Klick mal. Du siehst ja das Fenster, ne? Klick mal auf View. Du siehst ja das Fenster, ne? Oben. Ganz oben das Fenster. Ja, oder so. Ja, probier mal mit Neustarten. Ja, ich höre dich aber. Ja, ich höre dich aber. Port dich einfach zu mir. Was ist mit deinen Controllern? Geh doch mal geh mal zu deinem PC. Und dann geh auf mit der Maus auf View und dann First Person. Ah, nee, warte. Auf Display und dann Open VR Vive. Und Desktop hast du auch angeklickt? Und, geht nicht, okay, ja. Jamie, ich weiß nicht. Wenn da steht Pause, press any key, dann drückst du diesen komischen Menü-Button, Jamie, womit du auch ins Tablet kommst. Ja, das passiert, wenn dein PC zu schwach ist. Dann ist die Grafik ein bisschen schlecht. Doch, press any key, drück den Button, womit du auch das Tablet aufmachst. Warte, ich komme mal kurz zu dir, ich guck mal, wo du steckst. Nein, ich finde dich schon, warte kurz. Ah, ich sehe dich, Jamie. Hier bist du. Wenn du diesen... Ich weiß nicht, woran es liegt, Jamie Boy. Doch, ey. Das Ja? ist... Das sieht doch schon besser aus, oder? Nee, ich kann nichts tun, gar nichts. Meine Controller sind deaktiviert, habe ich das Gefühl. Ah, okay, warte. Geh mal Navigate. Nee, das ist falsch. Ich weiß nicht, Bro. Das ist ja echt ein super Game, Mann. Wenn meine Controller nicht funktionieren, hervorragend. Ja, eigentlich funzt es, aber ich frag mal kurz jemanden, warte. Ja, mach mal. Mal gucken, wo jemand ist. Ach People. so, ich steuere mit der Tastatur, warte mal.
Ja, du musst auf VR irgendwie stellen, keine Ahnung warum. Oder wie? Ja, habe ich das gemacht? Jamie, ich gehe kurz jemanden fragen, okay? Ich gehe mal kurz jemanden fragen. Ja, ich frag. Ich gehe nachfragen, warte. Also liegt's an dir oder was? Holy Macaroni. Also ist es egal, bei welchem Game, geht generell nicht, oder was? Dann tu doch nochmal irgendwie synchronisieren oder so ein Shit. Ich weiß es nicht, bruh. Oh, well, you are actually there. Yeah, I was paused, but yeah. You are who? I'm Alan. How are you? Oh, you the admin? Did you build this? Yeah, I did build a lot of this. Well, I mean, I can't take credit for all of the models, but I put it So, all together. Caitlin helped out as well? No, it was mostly me putting it together, and I got some of the trees from various sources online. I just noticed that I have my sound on the boxes. Wait a second. Oh. On the speakers as well. Okay, now it's fixed. Oh. Yeah. What can I do? What can you do here? This is mostly just an example of a big domain that you can walk around and explore. You can walk, there are a couple of paths you can follow, but you can also walk in any direction. We're right on the edge here though, so Ah, okay. if you go up that hill, that's the edge of the map. But I'd say it's mostly just sort of a passive experience. You can draw in here using the finger painting app. I was doing some work yesterday to paint a picture, which is kind of fun.
But yeah, it's just meant to be an interesting environment, and then we'll use it. It looks really amazing, I have to admit, especially with the lightning. Oh, cool. Thanks. Do you have shadows on? Oh, yeah, of course. Oh, okay. Yeah, it's better with shadows for sure. Yeah, right on. Yeah, I'll add more to it. It's still sort of a work in progress. I just wanted to make like a nice forest environment that wasn't too difficult to view in the HMD. You know, it doesn't hurt the performance too much. Do you plan on adding animals as well? I would love to. There's some birds. Yeah, I around, saw them, and they even cast shadows. That's pretty cool. Yeah, I know. I noticed that the other day. I was walking in through a field, and I saw a shadow of a bird go by. I'd love to add animals at some point, yeah. I think I'd need help with some of the scripting to make them behave in an interesting way. Uh-huh. That's cool. Yeah, I don't know if I know you. My name is Alan. What's yours? Martha's McMillan. I'm pretty fairly new here, but I got to know some folks. Oh, cool. Here, I'll shake your hand and we can be connected. Your cute little hand. Oh. My tiny robot hand. Is it not working? There it goes. Dang. Boom. Nice. Cool. So now I can just TP to you next time. Yeah, yeah, that's, I'm usually around somewhere. If I'm, like, squatting, it just means I'm paused, but I usually have high fidelity running on one screen, and then I'm working on the other screen. Okay, cool. Just, yeah. If you come up and wave, I'll usually unpause and say hi. Yeah, I was wondering, is that little guy there or not? Yeah. But you instantly was like, hi. That was cool. It'd be cool if when you pause, it looks like you're just taking a nap, you know? Oh, yeah. Well, maybe that gets added as a script someday. Who knows? Yeah, that'd be pretty cool. Yeah. I mean, it can be done because they've got this, right? Where I push a button and I do that. That so. What? Again? Oh. So you can imagine I push a button and it puts me in a nap pose, you know? Yeah, that's cool. True. Definitely, yeah. Yesterday, I was here with a friend and... Caitlin and other guy whose name I forgot. He was very funny. He always had to make jokes. Maybe you know who. Looks like a man, like with white shirt and stuff. He was funny. Oh, okay. And they taught me how to use the script, like touchy hands or hand touch. That was pretty cool. I don't know if I've seen it yet. I'd have to try it out. I can show you. Check this out. Wait. Why am I flying? Oh, I'm not flying. I can. Oh wait, I come down a little. Uh-huh. Oops. Oh, you know what? The tree doesn't have collision. Hold on. It does. It does. It does. Oh really? Yeah. See. Oh, cool. Wow. Yeah, that's amazing. That's impressive. What's you're running a script for that? It's not in the market. It's like in, what is it called? Attachments or something? Attachment scripts or something? Uh-huh. Like running scripts? Yeah, let me see. It's edit, I think, running scripts. Huh. Yeah, and then you filter a hand, and then you can go to hand touch, like if you... Oh, hand touch. Mm-hmm. Okay. Then you load it. Here. I'll add it. Yeah, cool. Yeah, it's amazing. You stuff, you can feel haptic. Is that the idea? Yeah, basically, well, it doesn't vibrate or something, but... Oh, okay. It's just like the hands move naturally instead of just going through. Oh, wow. Like, okay. You can just touch it then. That's pretty cool. And it stops your hands. Mm-hmm. Oh, nice. I'll try it out. My one of my Vive controllers has got a very low battery, so I'm charging it right now. Oh, okay. Get a chance, I'll play. Well, okay. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. I will check out the area now, and I'm waiting for a friend to join as well. So yeah, if you go out that way, it's it goes for about a not quite a kilometer, but almost. Oh, that's cool. I will go this way then. One thing. You know about what is it called? The sprint tool, I guess you do, right? Uh-huh. It's weird for the Vive, isn't it? It doesn't work proper. It slows you down, especially if you jump or fly. There's some work being done to improve it and to build it into the native controls.
Ah, yeah, that would be. That would be nice. Okay, all right, then have a good one. Thanks for the talk. Yeah, you too. Bye-bye. I'm gonna go back to my nap. Yes. Er start Rechner neu, Jamie. Und wie läuft's, Jamie? Läuft's jetzt? Cool. Also tippst du dich zu mir? Ich habe gerade mit einem anderen Typen gesprochen, der den Wald gebaut hat. Mega korrekter Typ. Richtig gechillt. Ey, dann tippst dich zu mir, bruh. Ah, meine Größe stimmt nicht irgendwie. Soll ich das sehen? Oh, hast du mich erschrocken, Alter. Ey, Bro. Warum bin ich so klein? Warum bin ich so klein? Ah, weil ich so niedrig stehe. Ja, warte, ich mach mal. Ich muss aber, die Boxen anmachen. Ja, ich bin neidisch, dass du deine einzelnen Finger benutzen kannst. Nein, ich kann das nicht. Nein, ich hab keine Oculus. Ach, du Scheiße. Was? Ach so. Ich dachte, er hat die gleiche wie du. Nein, er hat andere Controller. Schön auf die Controller genießt. So hast du gemacht. Ich weiß. Sag mal. Display View. Okay, ich brauch Display. Ah, okay.
Nee, das ist falsch. Ah, due to complexity of the content. Ja, bei mir wird's auch runtergestellt. Aber ich merke kein Lag. Das ist gut. Sag mal was? Yo, yo. Do. Warte mal, ich starte noch mal eben neu. Kleinen Moment. Alles klar. Jetzt geht's los! High Fidelity! High Fidelity! So, da bin ich. Jo, da gehen wir hin. Dann machen wir. Ja, falls du dich selber, hörst du dich selber nicht, ne? Oder? Ja, doch. Ja, doch. Na, egal. Wenn ich mit Jenny spiele, geht's halt nicht anders, damit wir halt beide so in the frame sind. Weißt du, wie ich meine? Oh, oh shit. Oh Gott, was machst du? What the fuck? Ich hab mich totgestellt. Du bist geschrumpft bei mir. Warum bist du so groß? Du bist geschrumpft. Hast du es gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, geh auf Menü, Avatar, Size, und dann Reset Avatar Size. Ah, Size. Ah. Boom. Boom. Haben wir dich wieder. Hey. Hey, Bro. Oh. Hi, Bro. Oh nein. Wie machst du das? Wie machst du das? Hä? Ich weiß es nicht. Da gibt's irgendein... Ach so. Wow. Oh, shit. Wie machst du das? Ich halte den Button gedrückt. Ah, oh. man hält zwei oh Button. Mein Gott. Hey. Ich musste für Grip und Trigger gedrückt lassen. Ja, ich auch, genau. So läuft das. Ja, aber ich resette wieder. Ja, ich auch. Aber irgendwie fängt es ja an zu laggen. Hin und wieder. Bei dir nicht? Nee. Ja, dann ist mein PC scheiße. Da sind wir wieder. Jetzt geht's los. Ich bin kleiner als du. Hello, Mr. Horst. Ich bin viel kleiner. Ich berühre dich. Oh Gott. Warte mal kurz. Ah, okay. Die kann man nicht anfassen. Nee, das geht nicht, hatten wir gestern schon. Ich dachte vielleicht die Haare, weil das ein Objekt ist, aber die Bäume funktionieren. Ja, ich weiß nicht, hier, komm mal mit. Ich zeig dir mal den Typen, der das hier gebaut hat. Ja, auf dem Tablet kannst du Sprint aktivieren und deaktivieren. Whoa, 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 whoa. What the fuck? Manchmal werde ich schneller und manchmal auch nicht. Das ist komisch. Müsst ihr irgendwo rumlungern? Hab ich meine Dreadlock? Also? Warum bin ich denn jetzt hier im Boden? Du aber auch ein bisschen. Was ist das für ein verbuggter Scheiß, oder? Jetzt geht's wieder, man muss einmal springen. Ja,
Hey, der ist nicht mehr da. Er war eigentlich hier zwischen. Zwischen den Bäumen. Ist er hier in den Baum gegangen? Ne. Hier in den? Ne. Hat er sich vielleicht unsichtbar gemacht oder aufgegangen? Ja, egal. Hier vielleicht? Nein. Egal, warte. Hey Jenny, komm mal her! What the fuck? Was ist denn das? Warte. Ah, das zeigt, wo die Leute sind. Du machst das Tablet auf. Und dann gehst du auf halt diese ganze Freundesliste und dann siehst du jeden hier. Also da in grün markiert. Oh, Mr. Trashy! Mr. Trashy! Mr. Matrix, bro! I like it! It's a really good idea. I'm just gonna die this year. Most people I will. He's so cute. Guten Abend! Guten Abend! Oh, there's so many people. Hello. Let's go. What is going on? Fox is cute. You must be the guy from yesterday. You look similar. You're with the mask. Yeah. Jamie, man hört sich selbst. Kann ich 200 Gigabyte? Aber Neo ist ja mal really good, man. Where's Morpheus? Is Morpheus good, bro? Just tell me. I hope Morpheus is good. And Neo have to be good, man. He's too cool to talk. He's too cool to talk. Yeah, for sure. Hey, open the beer, boys. I need a beer. Hey, let's open the beer. Typical German. Considered writing unit tests? Yes, I've considered, but I want to get this, at least this part done. After I have like the main features, I'll do the tests. Yeah, so a good rule of thumb is don't put any function into your code if you don't know it's working. You know that the code you're putting into your thing is going to work. So yeah, my unit tests were manual. They were working until I put them into the code. Jay, come on here. Du musst dir echt Kopfhörer aufsetzen. Der Typ hat sich schon umgedreht, weil er überhaupt nicht reden kann. Echt jetzt? Ja.
Ja, der von gestern. Der von gestern. Das ist scheiße. Er hat dem versucht, was zu erklären und konnte halt nicht weiterreden, weil er sich die ganze Zeit selber hört. Ja, aber wenn Jenny gleich mitspielt, ist halt scheiße, ne? Man muss ja hören, was er immer sagt. Nein, muss er nicht. Nein, muss er nicht. Doch! Dann, weiß ich nicht. Man hört aber halt alles. Man hört aber halt alles. I got some shit on my head, man. Kann man das nicht irgendwie aufstellen, wenn ich mein anderes Mikro aktiviere? Warte mal. Wir können mal gucken, ob sowas wie Push-to-Talk gibt. Nein, ich muss aber mein anderes Mikro aktivieren, dann geht das. Audio. Ah, geht es jetzt? Test, Test. Test. Man hört sich immer noch. Aber nicht toll, oder? Ja. Ja. Doch. Oh Gott. Wie ist denn, wenn du den Song einfach leiser stellst? Geht's hiermit besser? So? Test, Test. Test, Test. Nee, ist genauso laut. Ist genauso laut. Mann. Da muss ich ein bisschen die Sensibilität runter machen, ne? Warte mal. Vielleicht, ja, und die Boxen leiser. Die Boxen leiser. Ja, ein bisschen. Ah, now, I think now it's better. Test, Test. Test, Test. Nee. Warte. Bisschen. Jo. Ja, es ist ein bisschen besser, ein bisschen aber besser. Man hört sich trotzdem doppelt. Kannst du noch mehr runter machen? Hört man mich denn noch gut? Ja, ich höre dich. Jo, jo, jo. Ja, jetzt ist gut. Sag mal was. Nee, jetzt höre ich dich nicht. Okay, okay. Fände die goldene Mitte. Nein, jetzt hört man sich. Jetzt? Nein, du wirst nur leiser, aber man hört sich immer. Ja, ich weiß nicht, wie ich das kann. Du kannst dich ruhig wieder laut stellen, aber setz dir einfach Kopfhörer auf. So besser? Ich hab leiser gemacht. Test, Test. Ja. Ja. Ja? Ja. Ja, so ist 1000-mal besser, ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja! Okay, gut. Sehr schön. PBR text system. Avatar thing. The PBR it's thing the whole... is... it's already in the PBR one. Unless you're meaning the EB one, which I'm saving. Yeah, it's in the EB. Yeah. No, not that one. I'll just have the basic one that you can just set the textures and just bring it to high fidelity, but the preview will not be the same. Right. But I'm setting that for the supported version, or the commercial version. That's not comfy. Or if they give me a big bag of cash, I'll make it free. But I'm like right now. Come on, make your mouth move. So, and this is going to do what? It's so adorable that I fall off. The alpha people get it free. Mmm, cake. Hello. That is a nice cupcake there. Oh, thanks. Well, what's your name? Amoko. Ah. Let's see. Amoko. Ah. Nice name. Yeah, my name is McCool. Oh, but it says Amoko. Yeah, the first letter. Let me change. Okay, take your time. Alright, there you go. What's your name? What? Where's the name? Oh, Muku. My name is Marathas McMillan, and he's Miwad. What, does it show up in the list as Marathas McMillan or as Miwathas? Yes, ah, okay, cool. Are you guys new to High Fidelity? Yes, are you? I work at High Fidelity. Oh, I don't know if I annoy these guys right now. No, they seem busy. I think everyone's like really
cool out here, so you can just talk with anyone. Okay. Well, they seem cool, but no one can beat Mr. Trashy. When Mr. Trashy talks, it makes my heart melt. What? What? Du bist ganz leise, was? Kann man hier Bowling spielen? Ah, ja. Ja. Du kannst dich ruhig lauter stellen, oder? Warte mal, hört man mich jetzt besser? Ja, jetzt? Ja. Deutlich besser. Okay. Right. Oh shit. Oh. Ja, in the trailer is. Oh, he's busy. Okay. Maybe I ask Mr. Trashy. Lass uns doch eine Runde Bowlen gehen. Mr. Trashy, can you tell me where I can find some space to play bowling? Because I saw it in the trailer. Head to Maker. Should be able to spawn bowling right there. What? Ah, I can spawn it in the Maker. I think, right? Ah, okay. So, if I go to Maker Island, I have building privilege or spawning privilege? Yes. Okay, cool. Yeah, no. Okay, cool. Bye bye. Wohin? Warte. Any second. Hast du dich selber nie, ne? Geht noch, oder? Nein, alles cool. Okay, cool. Ah, ja. Ja, Jamie, hast du es gefunden? Ja, klar. So, wir können hier Sachen bauen und spawnen. Also unter anderem auch die Bowlingbahn und die ist im Marketplace frei zur Verfügung. Also können wir die einfach irgendwo reinstellen. Das ist cool. Gehen wir irgendwo hin, wo frei ist, ne? Es lädt immer noch bei mir. Ja, bei mir auch. Das dauert ein bisschen. Ja. Aber genau sowas gab es in Second Life auch, solche Plätze, wo man frei bauen konnte. Finde ich mega cool. Ey, krass, was sich alles aufbaut, ey. Guck mal, die Tische hinter mir. Ja, da, die Hütte. Hier, guck mal da. Boom. Ach, die Hütte, Alter. Ja. What the fuck? Richtig krass. Okay. Ja, lass mal zu einer freien Ecke gehen, wenn hier irgendwo noch was frei ist. Ja, da rechts ist super, ja. Ja, ich denke auch. Okay. Jennifer! Jennifer! Okay, so, noch ein bisschen weiter vielleicht. Okay. So, guck ich mal. Alter. Oder willst du das machen? Nee, mach du schnell die Bowlingbahn klar. Okay. Ich weiß nicht, wie es geht. Im Marketplace? So. Nee, im Marketplace. Bowling eingeben. Denke ich mal. Nee, finde ich nicht. Bowl vielleicht? Nee, Bowling gibt's auch. Bowler? Nee, Bowler. Nee, das ist eine Mütze. Ja. Wie nennt man das denn? I'm not bowling. Warte, ich guck mal bei Kategorien, vielleicht, Fun and Games. Spectator Camera, Flare Gun, okay, that's cool. Den nehme ich doch direkt mal mit. Es gibt sogar eine Grappling Hook, okay. Oh, ich muss wieder mein Passwort eingeben. Mach du mal, weil ich stream gerade, ich will es nicht extra umstellen. Wie mache ich denn das? Also, ja, warte, ich sag dir, wenn ich ihn gefunden habe. Aber du kannst da die Kategorien anklicken und ich habe zum Beispiel bei Kategorie Fun and Games, bin ich gerade am gucken.
Wenn du es gefunden hast, kannst du es einfach liken, dann siehst du es unter My Likes. Ja, aber Kategorie kann ich nicht anklicken, da passiert nichts. Ne? Ne. Was? Wenn du auf Kategorie klickst, passiert nichts? Oh, doch, ist schon. Was ist das? Tetherless Tetherball, okay. Von Caitlin. Die Zwerge! Ach, ich bin auf Gnomes. Emoji? Das ist ja auch cool. Kannst du Emojis posten? Customizable Animated Sprite Sheet. Okay. Shapes. Das klingt gut. Wearable Jetpack, Red Balloon, Dart. Beach Ball. Short Bow? Was ist das denn? Das ist ja riesig. Zirkushammer. Alter, es gibt schon voll viele Sachen. Gitarre. Incredible Punch. Und Caitlin. Ah, geil. Und Jimmy the Snail. Clap App. Harry needs. Wie exporte ich denn den Scheiß? Ah, da! Geil! Guck mal hier! Oi! Oh, und den hast du auch gemacht? Den hier? Ja. Den Block hier? Ja, den hab ich gleich auch gemacht, ja. Oh, hau ich erstmal die Tür. Oh shit. Warte mal, wie hebe ich die denn auf? Ich glaube mit deiner Hand. Nee. Nee, also ich kann sie mit der Hand aufheben. Mit derselben Taste, mit der ich auch schieße. Nee, eigentlich nicht. Was? Nee, oder ziel drauf und dann kannst du deine Hand nach vorne oder... Ja. Guck, dann kann ich dir... Guck mal, Jamie, hier. Aber wie hebe ich dir denn hoch? Wie machst du das? Ja, du ziehst die Hand zu dir ran. Zieh die Hand zu dir. Nein, nicht so. Ran an deine Brust. Ja, ach, keine Ahnung. Also ich kann sie nach hinten und nach vorne bewegen, meine Hand. Also ich kann das Ding überall hin bewegen, aber nicht nach oben. Ich weiß nicht, also bei mir geht das... Okay, Alter. Oh! Komm mal her, setz auf. Das ist halt mit dem Bauen da gerade was. Ja, aber ich hab nicht. Warte. Alter, hier, zieh das Ding mal rein. Oh, invalidated. Okay. Ein Blumenladen, das ist auch mal schön. Ein Candy Shop. Music Virtualizer. Oh, okay. Du kannst doch wieder rechts. Dreh dich mal so hin. Ich finde das Bowling-Ding nicht. Mit diesem Daumen. Ja, was? Wo? Ich immer in die Richtung bewegen. Ah. Genau. Hey. Yo, hey, what up? Gib mir die. Du musst beide zusammendrücken. Mit den anderen? Genau. Und den anderen. Nochmal. Mit den anderen. Oh, jetzt hat sie. Den anderen. Ich mein Jenny. Ach so. Ja. Hä? Die beiden zusammendrücken, beide. Dann werden die eigentlich normalerweise Freunde, aber... Jetzt! Das hat gerade geklappt. Nochmal. Ja! Hi Jenny, bist du das? Wee. Bist ja. du das? Bist du das? Winkst du Jenny? Ja. Hi. Hi. Sehe ich gut aus heute? Voll geil, wie so ein Hengst, ey. Schaff mich ins Bett oder ich wechsle das Revier. Oh. Smarter Anzug. Schöne Krawatte. Danke. Hier, ich hab was für dich. Jetzt, ey! Sie schafft das und ich nicht? Ja. Nee. Ja, sie kann das. Gib mir den nochmal den Zwerg. Was? Nochmal? Wir wollen eine Bowlingbahn bauen. Ah. Oh, nochmal. Drehst dich immer mit dem anderen. Yeah.
Und wird ihr nicht schwindelig in VR? Nee, voll geil. Kann man die Dance ja, ich sehe es, sie kann das richtig gut. Ja, Mann. Oh, oh shit. Oh. Sehr gut, Jenny. Schön ein Vortanzen, ja, ja. Jenny wird später Table-Dancerin. Nein, war ich schon, Mann. Echt? Alter. Ja, halt die Fresse. Sie braucht VR, sie braucht VR, ohne Scheiß. Und dann schön um die Stange tanzen. Guck nicht, guck nicht. So, okay. Was geht denn jetzt? Ich will bowlen. Ja, ich weiß nicht, wo die Bowlingbahn ist. Oh komm, wir gehen spazieren. Ist das ja, geil? Okay. Also ich hoffe, dir wird davon nicht schwindelig. Nö. Geht mal in die Diskothek, Bro. Oh, Boah, ist das riesig, Alter. Ja, guck dir erstmal das hier an. Komm mal mit. Kannst du laufen? Ja. Mit der linken, du musst die linke drücken. Die hier und dann kannst du laufen. Ja, pass auf, dass dir nicht schwindelig wird. Vorne, immer so bleiben. Ja. Ey, Hannes, das wird echt hardcore, aber egal. Wegen so. Schwindelig? Nö, aber wegen den scheiß Dingern, die ich drücke. Ich raff die Tasten halt nicht. Ja, da wo dein, Daumen drauf liegt, da kannst du mitlaufen. Oh, Jenny! Jenny! Hör doch auf! Oh ja. Oh Gott! Das ist geil, wenn ich mit ansehen. Komm mit Jenny. Geh hinterher. Hey, nicht so weit, wo willst du denn hin? Ich weiß nicht, irgendwo hin. Oder willst du hier stehen bleiben? Ey, das ist alles hell hier. Geh mal in die Diskothek. Wo sind wir hier eigentlich? Ah, wir sind hier, in so einer. Warte, wir gehen in die Diskothek, oder? Ja, lass tanzen. Jamie, du erklärst dir das, ne? Oh Gott, die lachen mich alle aus. Sind da noch mehr? Du gehst hier drauf. Ich glaub, da ist kannst niemand. Kannst du das nicht für mich machen? Mach du das? Hiermit so? Ja. Das versteht das so also nicht? Piep. Die Schießtaste ist hier dann. Ja, People steht da. Ja, genau. Ja, aber auf welches? Geh einfach in die Diskothek. Wartest du, bis der da ist. Arcadia Bay, Wachsenschein. Wo ist es lustig, denn? Lustig, oder? Ist das nicht geil? Ich will die Leute sehen. Ja, die siehst du. Den Schmetterling, den finde ich geil. Den mache ich weg. Den finde ich geil, den Flattermann. Das ist bestimmt ein Typ, ist keine Frau, ist ein Typ. Ach komm, wir gehen hier hin. Ja. Holy shit! Oh mein Gott. Ja. Alter. Jo. Wo seid ihr? Ah, da. Yo. Alter, man kann hier alles vollmalen, ne? Vor dir. Man kann hier alles vollmalen, yo.
Was machst du da? Was machst du da? Das ist nicht. 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 Das ist nicht Jamie, richtig. Ja. Ja. Wie kann ich malen? Hi-Fi Painting. Launch the app in desktop with your mouse or from your tablet. Hey! Da! In der Mitte, die grüne! Warte mal, Hannes! Ja! Yo. Hey Jenny! Hey Jenny! Hey, ich mal jetzt mal was! Hey, ist so witzig! Guck mal! Kannst du auch machen! Hiermit? Nee, du musst das Tablet aufmachen und dann auf Paint klicken. Also hier drauf drücken sozusagen und dann Paint. Da muss Paint stehen. Da steht kein Paint. Nee. Ich bin nicht gut steht im Doch. Scroll zur Seite. Ach so. Ja. Ja, wie macht man das? Das habe ich selber nicht gemacht. Ja, das kann man hier machen. Und dann kannst du die Palette, hast du die Farben und bei Brushes hast du, welchen Brush du benutzen willst. Da gibt's einige. Oh Gott. Ja, du kannst greifen und zur Seite schieben. Ach so. So. Du kannst auch, wenn du Linkshänder bist, an die linke einstellen, das ist auch cool. Und dann nach da ziehen, sozusagen. Geht nicht. Geht echt nicht. Doch, probier du mal. Grip-Taste vielleicht? Ich weiß nicht mit welcher, bei mir ist es der, mit der ich auch schieße. Sie fickt dich grad, Bro, guck nach hinten. Oh, Da stehe ich halt total drauf. Ich hab dich, ja Mann. Es fühlt sich zwar nichts an, aber ist gut. Nach einem Horse. Vielleicht die Grip-Taste, warte mal, geh mal her. Ah, jetzt. Was steht da? Komm mal nach vorne, bitte. Genau, da auf das Tablet. Ist ja witzig, der ist direkt hier. Geht nicht, Hannes, sorry, aber geht echt nicht. Also ich krieg's hin, ich weiß nicht, warum es bei dir nicht klappt, Bro. Ach da, warte mal, stopp mich bewegen, Hannes. Da, Paint, ah. Und dann kannst du die Farbe aussuchen auf dem Tablet. Und bei Brushes kannst du den Geh mal wieder aus deinem Weg ein bisschen, das ist sorry. Soll ich, was so drück ich denn jetzt? Irgendwas, welche Farbe du hast. Ja, das hier. Klickst auf die Farbe. Mit der Schießtaste. Genau. Und jetzt kannst du malen. Gedrückt halten. Du musst noch auf Brush, auf Brushes da oben drücken und dann einen Brush aussuchen. Nochmal. Nee, auf Brushes, wieder schießt das so. Warte. Warte, Jenny. So, du hast oben auf Brushes gedrückt, ne? Jetzt siehst du da unten diese ganz vielen kleinen Bilder, ne? Ich habe eine Kugel auf dem Finger. Ah, okay. So, dann drückst du jetzt mit dem Schießfinger in die Luft und dann kannst du malen. Dann Zeigefinger gedrückt halten. Ja. Und jetzt ziehe hin und her. Gedrückt halten. Nee, klappt nicht. Jamie, warum... Den hier. Ah. Den hier. Ah. Sehr gut. Genau, und dann kannst du wieder bei Palette die Farben ändern. Der hier. Ah, okay. Ja, und das bleibt jetzt hier für immer, was du hier hinmalst, ne? Hannes! Also mal keine Penisse. Hannes, oh. Ein Herz! Ja, wo? Ah. Hier ist ein Herz, warte. Noch ein Herz. Oh, Alter, also sie kann's echt, ne? Bei mir ist das Herz nicht ganz. Ah, doch. Lol. Oh, ja, Jenny. Hammergeil. Liebe mich. Oh, witzig. Warte, ich hab ne Idee. Hier ist drauf und mein Pimmel, Alter. Also ich wusste es. Hast voll abgespritzt. hier. Das ist witzig, kann ich das auch löschen? Du kannst auch andere so. Nee.
Eieiei, das ist die Muschi, ne? Oh Gott, Jenny. Ich kann keine Muschi malen. Voll eklig. So? Nee, lassen wir das. Okay, wo geht's denn zum Bowlen? Ja, warte mal, Jamie. Ja? Kannst du mal bitte beim Tablet ganz oben rechts auf die Ecke ein paar Mal drücken, bitte? Ja, warte. Sie dreht hier voll durch. Ey, warte. Oh, shit. Okay, man sieht sowieso nicht mehr, dass es ein Schwanz ist. Oh, da hinten ist eine Schnecke. Ich will nicht. Du willst. Ja, das darf man da gar nicht, ne? Hans, naja, also man darf es schon, aber ich finde das. Es ist ja mit deinem Account, das wäre ja schon kacke, wenn du dafür gesperrt wirst. Was? Wie was? Bitte für einen Schwanz? Natürlich. Ja, wer weiß, ich weiß nicht. Das sind Geschlechtsorgane, was denn? Ja, das ist okay. So, ich hab's zensiert. Aha. Gib mal durch die Welt, gib mal da durch. Da sind mega viele geile Zeichnungen einfach. Guck mal. Geh mal hinterher, das sind mega geile Abstrakte. Okay, Hannes. Achso, ja, komm mal mit. Hier, guck einfach mal ein bisschen durch. Guck mal da, der Pilz, Alter. Hier, komm her. Siehst du mich? Ja, genau. Geh zum Pilz. Zum Pilz. Ja, guck mal hier, Alter. Hat einer Pilz gemalt, yo. Ich seh dich. Jo. Perfekt, jetzt siehst du perfekt. Wo muss es sein? Oh! Mr. Horace! Hey! Yeah! Ist das nicht geil, ey? Es ist so der Hammer, ey! Ja, das Geile ist, dass es alles hier bleibt, ne? Ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Aber da müssen noch einige Zeichnungen sein. Guck dir mal die Zeichnungen an. Ja. Überall langsam durch und zieht euch das mal rein. Das ist wie so ein Park. Geh hinterher. Kannst du Werbung machen? Genau so. Ich mache jetzt Werbung für die Raumfahrt. Mach mal eine Rakete. Ey. Das leckt ein bisschen, weil du mit Rücken zu den Sensoren stehst. Du musst dich ein bisschen drehen dabei. Es leckt generell, weil das hier total voll ist. Mit Zeug. NASA! Ja. Steve Hawkins ist tot, weißt du, ne? Ah, warum sagst du mir das? Jetzt fühle ich mich wieder schlecht. Das ist mein bester Freund. Komm, wir machen Freundschaft, Hannes. Komm, wir machen Freundschaft, Jenny. Wir müssen beide zusammennehmen. Beide. Genau. Ja. Woo. Oh, Kaboom. Badaboom. Badaboom. Also, guck mal hier. Auf den Button. Multipass. Weiter, warte, guck mal, Hannes, was ist das? Ich hab einen Joint gemalt. Jenny, guck mal. Ja? Eine Schultüte oder was? Ja. Ah! Warte, ich spritz. Nein. Oh Gott, nein. Jenny. Oh Gott. Ich spucke Blut, heißt es, dass es Krebs macht hier? Lungenkrebs? Nein, wir sind alle gesund. Der Pilz ist ja geil, Alter. Ja, ne? Das ist ein Pilz. Der ist echt geil, muss ich auch sagen. Aber guck mal, die Blätter da, die einer gemalt hat. Zigtausende Blätter. Wer hat das gemacht? Weiß ich nicht, aber ich denke mal, das ist ein Brush, die Blätter. Wo ist der Schmetterling? Der ist so witzig, ey. Was, die meint die Alte, weißt du? Das Caitlin. Ist ein Typ, das ist keine Frau. Das ist eine Frau. Also ich glaube auch, dass die Alte keine Frau ist. Oh, das Jenny. Ist ein Typ. Jenny. Guck mal, was ich malen kann. Oh, Regenbogen. Geil, ne? Ja. Das sieht geil aus. Richtig cool. Bad. Oh, und hier, Jenny. Guck mal hier. Boop. Oh, warte. Warte. So, jetzt. Achte hier. Boop. Achte hier.
Warum geht's nicht? Aber es sind Herzchen. Guck mal. Herzchen, ganz viele. Hab ich. Oh, die sind ja cool. Ja, ne? Jamie hat gerade rausgerottet. Due to the complexity of the content. Ja, weil hier so viel, Scheiße ist, wird die Grafik runtergestellt, weil es ruckelt. Das ist ja, ey, wenn du, ey, ganz ehrlich, Hannes, wenn du da echt irgendwie breit bist oder einen Trip schluckst, bist du im Arsch. Auf jeden Fall bist du gefangen. Aber wo sind denn die ganzen anderen Leute? Das, ja, geh mal die Leute besuchen. No, God, nein, bitte nicht. Die fängt dann an mit rumspritzen und sowas. Nein, das mache ich nicht. Aber ich möchte, so mit meinem Katzenkopf ist schwul, ich bin eine eigene Person. Ach ja, geh mal in die Avatar. Ah, yo, okay. Warte. Ich stehe hier drauf. Zack. Und dann gehst du. Warte, ich mach dir das. Nimm mal. Wie hieß denn das nochmal? Avatar? Irgendwas. Avatar. Nee, Market, ne? Irgendwas mit Markt. M-A-R. Hä, wie komm ich denn da rein? Ja, warte, ich versuch's gerade rauszufinden. Vaporwave? Genau, zwei Leute sind in Vaporwave, wollen wir da mal kurz hin? Ah, nee. Hast du gehört, zwei Leute? Ja, das kriegst du hin, nimm das Ding, Jetzt gehst du gleich, auf People. Oh. Ja. Go, du kannst es! Jenny hat es geschafft. Sie hat es geschafft! Ohne Spaß! Ja, das dauert jetzt aber ein bisschen, bis sich hier alles aufbaut. Oh! Alter, das ist ja geil. Zumal es ein bisschen leckt, aber es ist gleich vorbei. Kann ich da reinspringen? Ja, gleich. Klar kannst du reinspringen. Aber ich glaube, das ist kein Wasser, oder? Ich glaube, das ist einfach nur ein Boden. Oh shit, es ist Wasser! Spring nicht rein! Oh. Da oben ist er. Ich werd bekloppt. Hey. Ich will runter. Lass mich runter. Hierher. Wie hast du das denn gemacht? Krass. Ja, man kann fliegen. Fliegen. Willst du auch mal fliegen? Na, ich verflieg mich bestimmt. Ja, das glaube ich auch. Aber der Anzug ist ja geil, den du anhast, ne? Du hast auch einen Anzug an. Ja, guck, aber. Guck mal runter. Die Schuhe, ey. Schick. Ja. Wenn ich Tracker an meinen Beinen hätte, die kann man sich kaufen, dann kann ich auch so hin und her meine Füße bewegen. Das wäre ziemlich cool. Kann man auch das hier? Bayerisch? Nee, kann man nicht. Zack, nee, geht nicht. Kann überhaupt nichts. Also eine Tracker muss ich mir mal holen, weil das voll cool kommt. Dann kann ich Leute immer treten. Ey. Krass. Komm mit, Jenny. Oh, warte. Es lädt immer noch, ne? Wie soll ich denn hinterher? Mit dem Daumen. Also ich glaube, das ist der Daumen. Ich bin mir nicht sicher. Aber es lädt alles noch. Oder sind bei dir die Pflanzen grün? Ja. Oh, dann geht das aber schnell. Bei mir? Alles grün. Ist das witzig. Kann ich irgendwie refreshen oder so? Aber lädt es noch oder nicht? Oh shit. Ich glaube nicht. Ja, komm mal mit. Gehen wir mal hier rein. Man kann hier irgendwie rein eigentlich. Linker Daumen. Linker Daumen auf diesen Knubbel. Ja, mach ich ja. Nach vorne bewegen. Linker Daumen. Nein, nein, nein. Mach den rechten. Den linken. So. Oh. Egal, gehen wir in den Club oder was? Ja, jetzt geht hier ab. Nein, hier geht's nicht rein irgendwie. Aber ich höre Musik. Ich höre auch Mucke. Wo kommt die her? Die Mucke? Komm mit. Einfach der Musik nach. Hier ist eine Bowlingbahn, yo. Oder was? Nee. Ey. Hier! Boah, da wird er mir schlecht. Nee, warum? Geil. Hier, komm mit. Geh mal hier durch die Tür. Da durch. Einfach reingehen. Einfach rangehen.
Ja, ich glaube, sie kann nicht, weil sie an der Kante steht. Sie muss sich rauf teleportieren. Sie steht auf einer Kante. Warte, ich teleportiere sie eben. Achtung. Oh, ist voll der fette Club, Mann. Rust, Rust! Komm mal nach unten. Da zum Punkt, bitte. Geh. Scheiße. Ach du Kacke. Jetzt kommst du in den Club. Hey, guck mal. Ah, noch sind wir nicht im Club. Noch sind wir nicht im Club. Jetzt sind wir erst bei der Avatar-Auswahl. Warte, ich muss das Game neu starten, bei mir lädt das irgendwie nicht. Ja. Ah, jetzt. Ja, wo bist du? Oh, shit. Warte. Und hier. Ah, du bist noch nicht geladen, glaube ich. Jamie, er sieht mich nicht. Ja, nee, da, ich sehe dich gleich. Ich bin nicht gelb, Jamie. Ich bin nicht gelb. Ich bin falsch. Ah. Nein, ich hab... Du siehst ja aus. Kill Bill. Ja. Ja. Du bist voll klein! Ja, damit ich reinpasse. Ja, damit ich reinpasse. War ein Witz. War ein Witz. Komm, wir tanzen. Okay. Geil, okay. Ich kann aber nicht tanzen. Sehen die anderen mich alle da drüben? Nein, das sind nur Figuren. Du kannst dir die aussuchen. Okay, also welche du sein willst. Ich bin jetzt die, ich bin. Wow. So. Und müssen wir nochmal Hallo sagen, ne? Okay. Okay. Man hört sich jetzt doppelt, Jamie. Ja. Oh, shit, shit. Ich hab auch lauter gemacht. Warte. Warte. Oh, jetzt ist er weg. Oh, da bist du. Da ist er. Ja. Was war das denn, Jamie? Ey, der ist ja aus dieser Roboter. Okay, okay, cool. Ja, jetzt siehst du aus wie eine Frau. Jetzt siehst du aus wie eine Frau. Ich bin ja auch Kill Bill. Kill Bill. Geh mal in die Diskothek, die ist da vorne lang geradeaus. Hier, guck mal, das ist das. Ja? Komm mal her, Jenny, hier, das ist das Schmetterlingsmädchen von gestern. Warte, bring mich da hin, Jenny, schnell. Ja, direkt von dir, ja. Da genau Zeigefinger und? Geh mal wieder zurück. Ja. Mal schnell weiter. Genau. So, und jetzt? Genau. Und jetzt? Ja, wie? Zeigefinger? Du weißt, mit der linken Hand. Mit dem Daumen. Ja, mit dem Daumen, Jenny. Mit der linken Hand. Ach ja. Mit dem Knubbel. Sie setzt sich erstmal einen Kaktus auf. Ja, und sie Schmetterlinge. Damit. Mit dem Knubbel hier, du hast einen Knubbel. Ach ja, Hannes, jetzt komme ich, Hannes. Hier. So. Da. Das ist die von gestern. Die hier, ne? Ja. Und was soll ich jetzt machen? Anklicken. Genau, jetzt bist du so. Und hier sind die Schmetterlingsflügel, die sie hatte. Kannst du auch anklicken. Ja, jetzt hast du sie an. Jetzt siehst du aus wie sie. Haare. Was hast du denn jetzt? Oh, das riecht nach Essen. Ich will was essen. Guck mal, der Fette da hinten, Hannes. Wie eklig der ist. Was hast du gegen den einzuwenden? Geil, Hannes, ich werd beklappt. Komm her. Ja, Mann. Ist das witzig. Oh, wie süß. Wo sind meine Hände? Ich kann halt in dem Game Euro, wirklich Euro verdienen, wenn ich Mucke mach. Ja. Ja. Ja, so erzählt. Also ich mein Jenny halt, ne? Ich wieso sind denn meine Hände jetzt hier oben, ey? Krass. Ah, wie du aussiehst. Wie sehe ich denn aus? Ach du Scheiße, ne? Wie eine Manga-Figur. Ist da irgendwo ein Spiegel?
Jetzt bist du eine Schlotte. Ja, hier ist ein Spiegel. Hier, komm her. Hier sind drei Spiegel. Komm hier. Ah, du siehst aus wie ich. Mit den, mit den Schmetterlingsflügen. Oh, ich kann unter den Rock gucken, warte. Oh, shit. Da gibt's nichts zu sehen. Da gibt's nichts zu sehen. Okay. Cool, jetzt sind wir Twins, ey. Was versuchst du? Was versuchst du schon wieder? Was versuchst du schon wieder? Die ist immer auf Porno, Alter. Ja, ja, immer. Ja, ja, immer. Jetzt sind wir Zwillinge. Jetzt sind wir Zwillinge. Geh mal in die Diskothek, die sind doch. Geil, er hat so ein rotes Tuch noch um. Ja. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Oh, Manga, Alter. Oh. Ach, da bist du. Kriegst hier raus. Au. Oh, der Rucksack, der passt nicht. Wie du aussiehst. Da siehst doch gar nichts mehr, oder? Du siehst voll bescheuert aus. Siehst du noch was? Ja, aber ich habe schwarze Hände. Achtung, ich bin nach vorne. Ja. Kann ich denn. Geh mal in die Diskothek. Ah, ja, genau, warte. Hey, Jamie. Geil. Ja, Mann, da wird geil. Man süchtig nach. Ja, da wird man wirklich. Ganz rechts auch ein paar Bücher. Okay, komm mit, Jenny. Okay, komm mit, Jenny. Hey, wir gehen jetzt zur Disco, aber ich bin mir nicht sicher, ob da Musik läuft. Ich höre aber was. Ja, das ist immer so vor. Juhu! Da war ich bei Bocke. Oh, Scheiße, wie sehe ich denn aus? Wir sind ja schon wieder hier, oder? Nee. Docs, ich bin im Docs, Alter! Aber ich kann keine Mucke anmachen. Ich bin auch kein DJ. Ich bin auch kein DJ. Nur nach oben, ey. Mal, wie es oben aussieht. Ey, muss doch irgendwie Musik angehen. Geh mal in das DJ-Pult, da ist mein Mixer. Es gibt hier keine Musik. Also, wenn ich hinter den Mixer gehe, werde ich zur Tür teleportiert. Ach so. Ja. Auch nicht. Nee, komm ich nicht hoch. Aber er ist oben. Ja, ich habe mich hoch teleportiert. Weil ich so cool bin. Aber ich glaube, jetzt teleportiert es mich zur Tür. Ja. Jamie, wenn du da hingehst, wirst du zur Tür teleportiert. Nein, sie wird zur Tür teleportiert. Ach, du glaubst mir nicht. Tatsächlich, ne? Unglaublich. Hannes hatte recht. Das ist das Docs. Das ist das Docs, Hannes. So hat Jamie aufgelegt in so einem Club. Echt jetzt? Genau so. Ja? Ja. Ja, so sah cool. Sein Club aus. Cool. Richtig geil. Das ist das Docs, ey. Fett. Aber wir haben keine Mucke. Nee. Oh, sieht der witzig aus. Oh, wie süß. Was macht er mit der Hand? Ich sehe schon wieder aus wie ein. Wie sehe ich denn schon wieder aus? Das sieht schrecklich aus. Ja, ich hab's mir gedacht, ey. Ey, ich mach Mucke. Ey, Jamie, du musst da hoch und Mucke machen. Ja, jetzt. Mach ich auch bald. Da krieg ich echt eure hier, Mucke. Jamie, ich muss mal. Ih, meine Hände. Ist ja voll eklig, wie ich aussehe. Hä, warum? Ich sehe aus wie so ein Guck mal, wie ich aussehe. Alter. Ja, du bist ein Mann. Ja, du bist ein Mann. Du musst wieder zurück, da hinten raus, aus dem Ausgang. Ja, komm mit, Jenny. Ja, komm mit, Jenny. Da raus.
schlecht, ist egal. No. Ah. Einfach weitergehen. Und jetzt machst du nochmal die Figur aus. Langsam rafft sie es, ey. Ja, aber sie hat auch noch eine Maske auf. Guck dich einfach mal im Spiegel an, du hast einen Haufen Shit an. Wie sehe ich eigentlich aus? Oh, ich bin immer noch die Alte. Ich will der Pferdemann sein. Ui! Okay, Hände. Bitte. Ah. Ja, das ist besser. Ja. Keine Ahnung. Nee, das ist angespuckt. Das ist ah. Nicht, das geht nicht. Ich bin's immer noch nicht. Du musst es anklicken, so wie du es vorhin auch mit den anderen Sachen gemacht hast. Ja, mach ich. Mach ich ja. Geht nicht. Doch. Oh. Doch. Aber der Avatar ist kaputt, also deswegen, ging das nicht. Okay, bei den anderen geht's. Ja, ich geh schon. Aber die Mucke. Geil, oder? Ich bin so fett, ey. Hey, Hannes, cool. Komm, lass uns tanzen. Hi. Okay, ich kann aber nicht tanzen. Ja, hier ist keine Mucke. Ich kann dir sagen, an welchen Tagen hier gespielt wird. Dann können wir da hier hingehen. Ja, ich muss unbedingt mal spielen, da habe ich das Gefühl. Ja, das wird wohl passieren. Ja. Ich mach dabei Mucke. Ich hoffe nur, dass du nicht, dass deine Performance eine Odyssee aus Soundproblem wird. Warte, Moment, Moment. Schon wieder funktioniert es nicht. Ja, genau, Man kann sich voll verlieben in diese Scheißfiguren, das ist voll pervers, ja, ey. Ist echt so. Ey, Jamie, ich muss was essen, muss mal übernehmen. Ich hab so einen Hunger. Okay. Hannes, Achtung! Okay. Aber ich sehe hübsch aus so, ne? Ja, du bist wunderschön, ja, Jenny. Oh. Yo, what up? Hey, what's happening? Hi. Are you new? No, I'm not new. Are you new? Yeah. Welcome. Welcome. Thank you. Who are you? My name is Ryan. Hey, Ryan. What's up? What's up? Sorry for the Yeah, don't wonder why he looks so weird. He just let his mom play. That's cool. Yeah, there's lots of stuff in the dressing room to put on. Yeah. Oh, you're an admin from this? I'm an admin. You're not. Are you a DJ or just that you built this? Yeah, I helped build this, so I'm here. Can I hopefully meet the DJ? It looks really amazing. I have Thanks. To say. Did you guys try to drink some tequila at the bar? Oh, I tried. I tried, but I couldn't pick it up. It's tequila. You don't have hand controllers, right? Oh, I can jump. I have hand vibe controllers. Oh, you do? Okay. Well, just reach out, grab one of those shots. Does that? Doesn't work. That doesn't work. Let me see if I can do it. I feel a vibration, but it doesn't copy to my hand. Are you triggering on it? What are you doing? I do trigger. Yeah. I'm triggering. Alright, let me see if there's a script. And it vibrates. Hold on. Come on, Jamie. Yeah, with the hand. Let's see what's going on here. Yeah, take your time. I noticed that yesterday that it didn't work, and I was like, oh, this I should work. I come back in 1 minute. Give me a minute. Okay. This one looks like it might, so let's see. I don't know how these got... It's supposed to get a copy in your hand, right? Yeah.
Hey, take your time, no worries. I will not run away. Oh, that was a bit too far. No. I want to come back. Warte, ich port mich. Ich port mich kurz zu dir, Jamie. Ich bin da, ich bin da. Clonable. Okay, hold on. Maybe this is the problem. Ah. No, we got a barkeeper over here, a horse. What up, my man? Want some drinks? I need tequila, bro. Can you make me tequila with salt and citron? And I wish. That? I wish I could, but my hands are not grabby enough, yeah? Try this one right here. This one right close to me. One or to this the right. One? Yeah, that one. No? Still no? Let me check. Mm. Nope. Not this right. One? Ah, that one. I think it works, but it's done. No. It just went empty. No, it's not working. Doesn't seem to. Sorry, guys. I'll have to figure out what's going on. It's all right. You will fix it one day. It's good that you know it now. Yeah, I agree. So, is this the only domain you guys have been in, or have you been around and looking at other places? We've been talking to Caitlin yesterday and to some others. Hey, bro. See. What's up, hey. My man? Hello. You are huge. I am huge. All right, oh. Oh, yeah. Whoa. Oh, shit. So who's Ryan? I'm Ryan here. And you're Neptune? Yeah, or Brian with B. Ah. Okay. So, when is the DJ here? What? On Friday at 4 o'clock Pacific Standard Time. That's how many hours from now? Well, that's 2 days and... 30 minutes. Oh, that early. Okay, cool. So, Jamie, 24 Uhr. So when it's noon here, what is it, like 0 o'clock? Then it happens. Freitag, Jamie. But that's the question. Is it for us Thursday? Oh no, it's starting Saturday then. Yeah. Okay. Cool. Just Friday night. Let's make a party, bro. And then who will play? So this DJ, who's really good, his name is Flash, and he comes every Friday, and he is awesome, and there's usually about 50-60 people in here dancing and having fun. You know what? He is a DJ as well in real life. Oh, really? Yeah, well, you yeah, know, we're, of course, man. We're looking for other people to DJ in this club, if you're interested. Yeah, of course. I play some, like, minimal techno, electro, so like that. Yeah, we're not really precious about what kind of music. If you've got a following that you think you might, you know, enjoy coming in here and listening to you, then that'd be awesome. Okay, yeah, of course, man. I'm actually the account manager for DJs, so if you want to contact me, I'm Brian at highfidelity.io. Yeah, of course, I do, man. Yeah, just hit me up and we can talk. Okay, nice. Shake hands then, I guess. Yeah, we can shake hands. That is cool that we met you, because I was talking to me about the possibilities. Awesome. Right on. That's pretty cool. Question though, like if he would DJ, does he use the mic or how does he stream it? So the way the way that we've done it is we download like some sort of mixing software to our PC. That's free, and then basically you route your whatever your DJ source is and your mic into the mixer, and then the virtual mixer has a master out that you go into High Fidelity. So basically you're mixing both sources out virtually. Okay. You could also do it with a real mixer, I guess. I got the Alan Heath, if you know it. I don't know. Yeah, uh-huh. Ah, nice. Yeah, I got the 42 one, and I have no idea what they are talking. I'm a DJ, so but I can play with a CDJ too, but I don't got it over here, so I have to play with a digital one. Yeah.
Well, check out the Flash's, he's got a Periscope feed. He spells it THAPHLASH. That's his, like, full Periscope name. And you can kind of see many of his past performances and kind of how he does it. But Flash, P-H, yeah. Okay. Yeah. Like, is there performances on YouTube to check out? I'm not sure if he's got anything on YouTube, but I know he's got Periscope stuff. Mm-hmm. Yeah, he's all over Periscope. He's the number one guy in Periscope. I have no idea what that is. It's like live streaming. It's a live streaming platform. Like, you know, like YouTube has live streaming. So I will find it Twitch. If I put in that and Flash on Google. Yeah. Okay. Mm-hmm. Cool. Yeah, I will check that out. Yeah, of course. Well, at the very least, you should come back on our Friday at 4 o'clock and then kind of check out the vibe. We will definitely check it out. I will do it for sure, man. I will prepare some software for that shit. No, he meant just for listening to Flash, I guess, right? Yeah. I will listen to Flash for sure. Yeah. That's right. I will. We will. So the question is, though, like, I don't know how all this works, but you're gonna have to explain, right? Not that he starts and then it's like, sound issue. Right, yeah, we'll have to talk and you know, figure that out. We're just now getting other DJs on board, so there is going to be some footwork in making sure everybody's plugged in correctly and troubleshooting things. That is so cool. Okay. That is so cool. That's very cool, man. Okay, so we'll just check it out Friday then. Yeah. Yeah, awesome. Cool. Where are you guys logging in from? Germany. Oh, cool. Germany, yeah. He's Hamburg, and I'm from Gelsenkirchen, near Essen. Yeah. Ah, right. Great. On. So, we need a drink. A tequila, bro. Yeah, I gotta figure out how to make this thing work. I'm parched. Let me see if I can figure it out. That would be cool, yeah. He's gonna psychically dial up some drinks right now. So yesterday, Caitlin did show us how to make these fingers react to the table and stuff. That's so cool, isn't it? Yeah, you see that? Cool. That is so amazing. Just by a script, I love it. The possibilities. It's mind blowing. Yeah. Yeah, I love your mask. That's awesome. Yeah, that horse, man. That's no, really cool. No, it was the mask off. My mask? Oh, okay. Yeah. Mask? Oh, shit. Okay. Did you get that in the marketplace and then add it to your avatar? I think so, yeah. Oh, okay. This one works for me. Yeah, but I think so. It's like that, yeah. It's pretty hilarious. Oh, there's Flash. Flash! What's up? That bassy voice. Are you guys just at the bar right now? Yeah, we're chilling. God damn, there's a bar. What? How do you make it work? Oh, first time I see it ever. How do you do that? Why does it work for you? Well, it's because it's because I didn't have like 5 tequilas. I haven't touched the limit yet. Hold on. There you go. What? Me ward up in here. Mirotas. Yeah, Mirotas. Exactly. How that's are you guys me. Doing? Pretty you fine. Looking good. Man, that's a crazy mask right there. Bringing this whole thing to another level. Holy shit. Yeah, bro. I didn't even shit. Have my sensors on, but you know, we're still here. So, oh, shit. Oh, we got Ryan in here. What's up, Ryan? Hey, Flash, right how now? Are you? Jamaican love? Yeah, let's shake hands, Brian. So, Ryan, so a little meeting in the internet sphere. Get you set up over here and make sure it all works for Friday. Should I go? Yeah, Flash, I'm Brian over here. So, oh, you got Brian and Ryan. Jesus, what's happening? You guys are confusing.
Let's go to the dance floor, bro. Says the guy who's called Flash, right? Flash. So I think I know what happened to you last week. So you got the sci-fi watch, right? Mm-hmm. The thing is that when you log in, you've got to validate your wallet first, and then it would work. Well, so by validating your wallet, you mean enter my password, right? Yeah, your passphrase. That's the only way I can actually buy the watch on the market. Yeah, and also, even if you're wearing it, if your wallet isn't validated for that session, then when you go into the VIP zone there, it's going to think that you don't have the right version of the secret watch. Okay, so here's what I'll do. I'll start from scratch. Okay. I'm going to, first of all, I've logged in into my wallet. Now I'm going to see if I can check it in my purchases. Yep. There we go. My purchase. So sci-fi watch. Let's wear this. Boom. All right. Well, I heard the little Raz buzz. My guess is it's on there. Yeah, I don't see it, but my guess is you got it on. Let's do it again. Wear it. There we go. So I heard the Raz, but I don't see it. But I guess I have it. Well, let's check. So I shouldn't be able to get up here, but you should. Jamie, er hat so eine Uhr an, so eine spezielle Uhr, und damit wird er nicht aus dem Ding geportet. Die wirst du dann wahrscheinlich auch kriegen. Okay, das ist krass. See if you can walk in there. Sind alle vollstellig, oder? Ja, auf jeden, Alter. Vor allem der DJ. Right, so you got sent back. Okay, so let me do something here. Let me buy the watch again, just for show. Just in case, alright? Alright. So, I'm gonna go into the market. Oh, wait, I have another idea. I'm gonna look at something, Flash, I'll be right back. No problem. Okay, so I'm gonna go in the market. I'm gonna type Psy. That one sounds like a Totec. Sound system. What? A Totec sound system, man. Can I know a Totec sound system? I don't know. No idea. It's the best one of that earth. Okay. Yeah? No idea. So when the club's going, you guys can click on these color cubes here, and then you can do different dance moves. Oh, that's amazing. Yeah. That's cool. But you can totally be strutting. Try again. Okay. So, but I can also dance by myself, right? yeah, you can. I mean, it looks better if you have like a vibe with the pucks, you know. So yeah, I plan on getting those. I'm not a good dancer, but I can learn it in VR, I guess. Okay. Yeah. Well, I don't think anybody's like really totally amazing in the dance department in VR, you know. Although occasionally we do have some real dancers, but. But you know, most people are just doing their thing. Well, it would be amazing to see a real dancer dancing. I can imagine the crowd just building a circle around it and be like, yeah. Oh yeah. Yeah, you guys should definitely come by on Friday for the 4 o'clock show. Oh, well, definitely. A lot of dancing going on. We will definitely go. Do you mind going down there just because it's kind of loud up here? Yeah. With these guys, thanks. You see? I have it. Hey, can you guys come down here? Just They're trying to talk. Jamie. Up there. Come. Jamie! Maybe he's gone to get some snacks. Yeah, I think so too. Same, huh? Yeah. It should be really snack mode in VR. Yeah, there should be something. Let me try to put it on and see what happens. Well, I think he's quiet at least. I don't want to annoy. Yeah, we've just been having this issue that we're trying to work through, and it's kind of, for some reason, it only affects Flash, but we don't know why. But we'll figure it out.
Like the watch isn't working, so he gets booted out every time. Yeah. It's supposed to be helping him, but he keeps getting teleported out. So. Oh. It's kind of a. So, how long is High Fidelity in development? Do you know that? High Fidelity has been around since 2016. 2016, so that's not long. No. The company may have gotten going a little bit before that, but I think that the platform itself came about in 2016. It's amazing. It's just like Second Life, but in way better, like on roids or something. Yeah. Well, the founder of Second Life, Philip Rosedale. Same guy that founded this company. Yeah, I met him when I got the free cash. Ah, okay. All right. Yeah. Of course, I had to get that. Now it says I can come in here. Okay. Hey, Flash. Yes. Do you have a Wear app? A Wear app. Yeah, on your tablet. Do you have? So, the scripts, are they all made in Java or are they different? Like, if you make like an avatar and or something, and you want to add bling or stuff. I'm not on the I don't write the code, but as far as I know, the scripts are all in JavaScript. That is cool. Yeah. Because Java is not that hard. I mean, I don't know how to script, but in the long run, it would be nice to know it because there's so much cool things to add here. I've seen a piano and stuff. So cool. Yeah, JavaScript's like really versatile. Too. It's a great base language. Wear app made mm-hmm. by boys. Yeah, and get that. Run the script. Yeah, run the... Yeah, I just want to get my my scanning done so I can actually look like myself. Oh, okay. Where do you do that? There's an outfit here in San Francisco called Dube. They also have them in other cities. They may have them in Europe, I'm not sure. Uh-huh. But they'll do a really high quality scan. And then you just have to get the rigging done, which is just putting the bones into your mesh. There's different applications you can use. Yeah, I think Mixamo is too simple if you want it proper. But that's cool. I need to check it out if there's something like that close to me. Hello. Yeah, I'm just looking forward to tricking mine out a bit. It's, I keep, oh, hi, how are you doing? Funny, we're getting a new DJ, and I think that her avatar model is the one that we're basing the new DJ on. Oh, like, okay. We're using her as a base model, so I just looked over at her, I'm like, oh, there's the new DJ. Take that one off as well. Why do you have so much? I think you were probably so did you join here because you saw there's other people here? Or? I actually work for High Fidelity. Okay. Oh. So I'm the account manager for performers and talent. So I'm basically my job is to help produce shows and find people to perform and develop them. So like people like you. Who are interested in DJing? You know, I would be your primary contact. Well, I have no idea of DJing. That's him. But I thought you were the DJ. I'm sorry. No, but what I wanted to say was, you came here to Rust because you saw that there's people here, or was it just lucky? Ryan, good job on this one. Hey, so I think sorry. The let me. No worries. Let me just check in. Sorry. Yeah, no worries. If that happens again, go back to my my app. Yeah. App. And verify that I only have one selected. If more, take them all off, bring it back, wear it again. Right, and then make sure before you start your stream to put the passphrase into your wallet. Absolutely, because without that I cannot get a...
we gotta justify. Oh man, and tell me something. Are you guys connected with Sensor as well? No, I don't think so. No. So what's the deal with Sensor, Second Life, and High Fidelity? The common link is Philip. I think so. I don't know much about Sensor except that somebody said they're the competition, but I don't know. It's competition? It's not Philip who started that? I don't know. Yeah, I've been meaning to like look them up and just kind of see what they're about, but I haven't had a chance yet. Well, I checked out Sensor, but I didn't like it because of the loading screens. Oh. A lot of loading. Yeah. Well, oh, yeah. Brian, I've been able to hack myself into another program. This made for parties, and they did a lot of stuff right. They did a few things wrong, obviously, but they did a lot of stuff right. And I think it's a good place to go and grab some inspiration. Yeah. The program is called The Wave VR. The Wave, okay. Yeah, I'll check it out. Write awesome. It down, check it out. I like the way the club is made and the interaction. And they don't have nice avatars and they don't have the camera set up right. But they got a lot of other things right. I mean, okay. it's very interesting. If there's a way to go over there and, you know, get a few inspiration for the people in the office, that would be awesome. Cool. Yeah. If you need the link, you just email me. I'll reply. Wave VR. I'll check it out. If I can't find it, yeah, I'll email you. Cool, man. Thanks Have for the tip. One. It's All right. It'll be nice to see you Friday. Yep, indeed. I will be there as well. All right. Enjoy your night. Good to meet you. Bye-bye. See you soon. Yo, Jamie Boy. Jamie? Ich verzieh mich. Bye bye.